Hier seht ihr Tiger, die mir richtig gut gefallen. Die machen mir richtig Freude im Moment. Sie zeigen eine kräftige Körperfarbe in einem schönen Gelb. Manchmal sind sie auch orange. Die Tiere habe ich von einem deutschen Zuchtkollegen bekommen. Das ist der Olgan. Vielen Dank, Olgan, für diese super tollen Tiere. Die machen mir wirklich viel Spaß. Die rote Farbe ist wirklich sehr kräftig und auch schön rein. Hier vorne kommt ein oranges Exemplar. Die sind auch sehr interessant. Von der Körperfarbe ein bisschen dunkler. Manchmal fallen auch bläuliche Tiere, die sortiere ich aber relativ schnell aus. Ich möchte doch gerne diese gelbliche, orange Farbe erhalten. Für meinen Geschmack könnten die Streifen etwas kräftiger sein. Ich bin mir nicht sicher, ob man die Streifen jetzt noch kräftiger bekommt, alleine durch Selektion, da sie doch schon recht dünn sind und für die Selektion, da fehlen mir eigentlich die Exemplare, die schon von sich aus breitere Streifen haben. Stellt sich also jetzt ein bisschen die Frage, wie kriege ich die Streifen dieser Tiere etwas kräftiger, etwas markiger? Die Farbe der Streifen gefällt mir an sich sehr gut, das ist ein sattes Rot, was doch relativ rein aussieht. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, die Streifen zu verbreitern und das durch Selektion nicht so große Erfolgsaussichten hat, dann kann ich mir als Züchter natürlich noch überlegen, ob ich die Streifen verbreitern kann, indem ich andere Garnelen einkreuze, die schon breitere Streifen aufweisen. Es wäre natürlich schön zu wissen, wie diese Garnelen entstanden sind, diese Sorte von Garnelen, ob sie durch Selektion reiner Tigergarnelen entstanden sind oder ob es sich hierbei schon um ein Produkt einer Kreuzung handelt. Über die Entstehung dieser Tiger konnte ich bisher nicht so viel in Erfahrung bringen. Der Vorbesitzer und ursprüngliche Halter dieser Garnelen konnte mir jetzt auch nicht so viel darüber sagen. Also muss ich vielleicht, wenn ich mit diesen Tieren arbeiten möchte, erstmal ein paar Annahmen stellen. Mein Ziel ist es also die Verbreiterung der roten Streifen. Und ich nehme jetzt erstmal an, dass es sich bei dieser Art um eine Kreuzung handeln könnte. Und wenn es sich um eine Kreuzung handelt, dann liegt die Wahrscheinlichkeit nahe, dass es sich bei der Art des Rotes um ein Crystal Red Rot handelt. Das heißt, es ist rezessiv vererbbar. Wenn ich zwei Garnelen mit einem Crystal Red Rot kreuze, müsste auf jeden Fall zu 100% Crystal Red Rot Tiere im Nachwuchs auftauchen. Das ist auf jeden Fall für mich schon mal ein Ansatz, die entsprechenden Partner zu wählen. Ich überlege mir jetzt erstmal, was könnte in Frage kommen und habe eigentlich auch relativ schnell schon was im Kopf, was ich zum Kreuzen mit dieser Art verwenden könnte. Das hier wäre jetzt meine erste Wahl zur Kreuzung. Hierbei handelt es sich um einen etwas niedrigeren Grad meiner roten Tiger aus der Safari-Linie. Die Tiger habe ich insgesamt auf mehr weiße Pigmente gezüchtet. Das heißt, sie weisen eigentlich alle in irgendeiner Form weiße Abzeichen auf und weiße Streifen. Bekanntermaßen zeigen OE-Tiger kaum bis gar nicht weiße Pigmente. Meiner Meinung nach sind die weißen Pigmente in irgendeiner Form an die Augenfarbe gekoppelt. Für die
Kreuzung mit den OI-Tigern ist, das ist aber nicht wirklich relevant, ob die, diese Tiere hier weiße Pigmente haben oder nicht. Denn wenn später wieder auf OE selektiert wird, werden die OE-Tiger mit größter Wahrscheinlichkeit keine weißen Pigmente mehr zeigen. Und so bleiben also nur noch die roten Streifen übrig, die man auch wieder ein bisschen mehr in Tigerrichtung selektieren kann. Da ich diese Safari-Linie und die roten Tiger ja nun schon seit vielen Jahren züchte, bin ich mir zu 100% sicher, dass es sich bei diesem Rot, was die Tiere hier zeigen, um das Crystal Red Rot handelt, so wie ich es nenne, welches am reinsten ist und sich rezessiv vererbt. Bei einer Kreuzung mit den OE-Tigern Red Stripe müssten also in der ersten Generation wieder 100% rot gefärbte Tiere auftauchen, wenn die Annahme richtig ist, dass es sich bei den roten Streifen der Tiger um dasselbe Rot handelt. Um es kurz zu machen, vor einigen Wochen habe ich beide Geschlechterkombinationen zusammengesetzt zur Paarung. Das heißt, einmal ein Safari-Red-Tiger-Weibchen mit einem rot gestreiften OE-Tiger-Männchen und umgekehrt ein rot gestreiftes OE-Tiger-Weibchen mit einem Safari-Red-Tiger-Männchen. Beide Kombinationen wurden zweimal in Folge gemacht. Beide Male wurden nur wenige Eier der OE-Tiger-Dame befruchtet. Und die anderen hat sie nach wenigen Tagen abgestoßen. Im umgekehrten Fall hat es bei dieser schönen roten Safari-Dame in der Variante Full gut geklappt. Full heißt hier, dass die Pigmente der Streifen den ganzen Körper bedecken. Sie hat ihre Eier gut ausgetragen und alle Babys sind geschlüpft. Die Jungtiere, die hier in dem Video zu sehen sind, was ich schon vor ein paar Wochen gemacht habe, sind nicht zufällig in dem Becken gelandet. Nein, es handelt sich hier tatsächlich schon um den ersten Wurf der roten Safari-Dame. Es ist also die klassische F1-Generation. Und die wollen wir uns jetzt etwas näher anschauen. Und was erkennen wir auf den ersten Blick? Welche Überraschung! Keine roten Streifen. Jedenfalls keine rein roten Streifen. Und was können wir noch sofort erkennen? Richtig, wir haben hauptsächlich zwei verschiedene Phänotypen. Einmal ein Tiger-Phänotyp mit Orange Eyes und ein Tibi-Phänotyp mit normalen Augen, Tigerstreifen und weißen Abzeichen. Alle Individuen zeigen ein sehr stark ausgeprägtes Tigermuster, was nur geringfügig in Richtung Tigerbiene bzw. Bienenmuster abweicht. Das heißt also, der Tigeranteil insgesamt muss sehr groß sein. Hier ist noch ein Jungtier mit leicht bläulicher Körperfarbe und braun-lilafarbenen Streifen. Was haben wir noch? Schauen. Hier ist ein ähnliches Tier. Die Streifenfarbe ist allenfalls ein dunkelrot. Die Streifenfarbe dieses Tieres mit OE-Augen ist schwarz. Wie schon mal erwähnt, zeigen diese Tiere mit OE keine weißen Pigmente. Das hatte ich ja vorhin schon mal erklärt. Hier ist schon ein fast adultes Weibchen. Was heißt fast? Es ist adult. Es bildet gerade einen Eiansatz. Und dieses Tier hat auch braun-rote Streifen. Schwarze Streifen. Hier vorne wieder ein Tier mit
hellblauer Körperfarbe, kriege ich es drauf. Ja, das ist doch schon mal eine ganz interessante Sache. Wenn ich jetzt ein paar Rückschlüsse formuliere, dann mache ich das, weil ich auf meine Erfahrung zurückgreife und weil es mir nützlich ist, um weitere Schritte zu überlegen, wie ich vorgehen kann, um ein Projekt zum Ziel zu bringen. Am leichtesten lässt sich wohl feststellen, dass sich meine Annahme widerlegt hat, es könnte sich bei den roten Streifen der OE-Tiger um ein echtes Crystal Red Rot handeln, was vielleicht durch Hybridisierung entstanden ist. Die OE-Tiger aus diesen Würfen zeigen mir, wie hoch eigentlich der Tigeranteil in der Red Safari-Linie ist. Und vor allem, dass die Red Safari-Linie spalterbig auf Orange Eis ist. Nach allem, was man hier sehen kann, gehe ich nicht mehr davon aus, dass die rot gestreiften gelblichen OE-Tiger durch Hybridisierung entstanden sind. Gegen eine Hybridisierung mit Yellow King Kong zum Beispiel würde auch sprechen, dass sich bei beiden Würfen keine Phänotypen finden lassen, die in irgendeiner Weise in Richtung des Tangerine-Tiger-Musters gehen. Zu dieser Ansicht bin ich aber nicht alleine gelangt durch die Betrachtung der F1-Generation. Nein, auch das infertile Paarungsverhalten der gelben Tigerdame war für mich ein starkes Indiz dafür, dass es sich um eine reine Art handeln könnte, weil dasselbe Verhalten auch schon bekannt geworden ist bei den Versuchen, Caridina Marie mit Caridina Logimani zu verpaaren. Also möchte ich abschließend behaupten, bei dieser hübschen Variante handelt es sich tatsächlich um eine reine Form von Caridina Marie, deren rote Streifen das Ergebnis langer Selektion von tigertypischen Braun zu Rot sind. Diese Tiger sind insofern wertvoll, als dass es sich bereits um eine züchterisch weit fortgeschrittene Linie handelt. In der nächsten Zeit werde ich mir Gedanken darüber machen, was dies für mein Streifenprojekt bedeutet und werde gegebenenfalls berichten.